Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tla und ich bin für euch heute wieder auf dem PTR-Server von Diablo 3 unterwegs. Und hier möchte ich euch ein neues Gebiet zeigen, das Blizzard mit dem letzten PTR-Patch implementiert hat. Und zwar handelt es sich hier um das Gebiet der Pfuhl. Dieses können wir lediglich in Rift bzw. Tierdrift spielen, also ganz normal beim Akt durchquesten ist es nicht möglich zu spielen, sondern wirklich hier nur in den Rifts. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt gleich mal. Ihr seht schon, es ist hier so eine Kanalanlage. Ursprünglich ist das auch von Blizzard geplant gewesen als Abwasserkanäle von Westmark. Ihr seht schon, hier haben wir natürlich alle möglichen Mobs drin. Also was hier an Mobs normalerweise drin wäre, können wir jetzt hier nicht genau sagen. Weil es ja hier in diesen Tiered Rift bzw. Rifts immer so ist, dass random Mobs in diesen Rifts platziert wurden. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Also gibt es ziemlich viele Gegenstände zu zerstören. Man sieht schon, man läuft hier durch verwinkelte Kanäle. Jetzt, bis jetzt die Map angucke, ist es doch schon recht vielseitig von den Wegmöglichkeiten. Das nervt ein bisschen. Ich kann hier gar nicht durchspeeden, weil ich ständig irgendwo aufgehalten werde. Weil so schnell möchten wir ja eigentlich auch gar nicht durch. Um das hier ein bisschen näher anschauen zu können. Zu meiner Skillung, ich habe hier gerade so eine, in Anführungszeichen, Speed-Skillung, weil ich hier ja dieses Gebiet gesucht habe und dann dementsprechend, einfach Rift so lange gegangen bin, bis das jetzt gekommen ist. Das hat jetzt ehrlich gesagt auch eine Weile gedauert, also habe ich schon ein bisschen Zeit rein investiert, bis ich jetzt hier dieses Gebiet, also der Pfuhl, gefunden habe. Ach ja, komm, den Ring nehmen wir trotzdem mit. Zumal bei mir ist, also es ist ja immer so, dass man sich Chars kopieren kann. Und da ich auf dem Live-Server momentan nur 10 Rift-Keys habe, habe ich dann immer wieder einen Char kopiert und hatte dann wieder meine Rift-Keys. Was auch wieder immer ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat. Aber jetzt kann ich ihn ja euch zeigen, den Pfuhl. Und wie ich finde, ist es doch ein recht schönes Gebiet. Hat so eine gewisse Grundstimmung, also eine gewisse düstere Grundstimmung hier. Weil die Spinnen finde ich jetzt nicht ganz so passend. Ich finde es ein bisschen schade, dass es dann im Endeffekt hier keine Mobs gibt, die ja allein für dieses Gebiet ausgelegt sind. Aber da kann man nichts machen. Ist ja leider immer so, wenn man denn in den Rift geht. Wenn ihr das hier seht, es ist schon sehr, sehr, sehr verwinkelt. Da kommt vielleicht höchstens noch diese Spinnenhöhle ran. Aber sonst... wenn man hier irgendwie so einen Speedrun macht, also 2 Minuten oder so, und das mit einer Gruppe bestreitet das Ganze, ich denke mal, dann ist das hier ein nettes Gebiet, um diese 2 Minuten Neverland-Portal zu machen, weil man hier einfach irre viele Wegmöglichkeiten hat. Wobei es natürlich auch sehr viele Sackgassen beinhaltet, das Ganze. Schauen wir mal, was da hinten noch ist. Weil mich irritiert das so ein bisschen, dass da immer wieder Röhren sind, dann Stege, wieder Röhren. Ein bisschen erinnert mich das Ganze hier an die Kanalisationen in Dalaran aus World of Warcraft. Da haben wir ja auch, auch diese Abwasserröhren, die man entlang laufen kann. Und dann noch Stege, wo dann NPCs stehen. Das erinnert mich so ein bisschen an das Ganze. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Schauen wir mal. Gucken wir mal noch ans andere Ende. Vielleicht sehen wir da noch was Neues. Weil für schnell durchlaufen ist es hier eher kontraproduktiv. Wenn man wirklich alle 2 Meter irgendeinen Scheiß aufhauen muss. Nervt ein bisschen. Aber sonst ein schönes Gebiet. Ja, ursprünglich wollte ja Blizzard das Ganze schon mit der Erweiterung, also Reaper of Souls, einfügen, aber da haben sie es irgendwie nicht mehr untergebracht, also zumindest habe ich das gelesen. Und hatten das Ganze dann zurückgehalten. Also was ich vorhin schon erwähnt hatte, die wollten es ja als Abwasserkanäle von Westmark hernehmen. Ich denke mal, so von der Architektur passt es auch. Aber das hat dann anscheinend nicht so funktioniert. Weil es, ja, weiß nicht, vielleicht wegen Zeitgründen nicht mehr ganz reingepasst hat.
So, bevor ich jetzt hier nochmal alles ablaufe, ich denke mal, ihr habt jetzt hier so in Grundzügen gesehen, wie das Gebiet ausschaut. Das Tier Drift werde ich dann nachher nochmal abschließen. Aber ich hoffe, ich konnte euch hier so einen kleinen Einblick bzw. Vorschau auf das Gebiet hier zeigen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, auch in Guideform bzw. Zu anderen Spielen, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und ich bin für euch heute wieder auf dem PTR-Server von Diablo 3 unterwegs. Und hier möchte ich euch ein neues Gebiet zeigen, das Blizzard mit dem letzten PTR-Patch implementiert hat. Und zwar handelt es sich hier um das Gebiet der Pfuhl. Dieses können wir lediglich in Rift bzw. Tier Drift spielen, also ganz normal beim Akt durchquesten ist es nicht möglich zu spielen, sondern wirklich hier nur in den Rifts. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt gleich mal. Ihr seht schon, es ist hier so eine Kanalanlage. Ursprünglich ist das auch von Blizzard geplant gewesen als Abwasserkanäle von Westmark. Ihr seht schon, hier haben wir natürlich alle möglichen Mobs drin. Also was hier an Mobs normalerweise drin wäre, können wir jetzt hier nicht genau sagen, weil es ja hier in diesen Tier Drift bzw. Rifts immer so ist, dass random Mobs in diesen Rifts ja, platziert wurden. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Also gibt es ziemlich viele Gegenstände zu zerstören. Man sieht schon, man läuft hier durch verwinkelte Kanäle. Jetzt, bis jetzt die Map angucke, ist es doch schon recht vielseitig von den Wegmöglichkeiten. Das nervt ein bisschen. Ich kann hier gar nicht durchspeeden, weil ich ständig irgendwo aufgehalten werde. Weil so schnell möchten wir ja eigentlich auch gar nicht durch. Um das hier ein bisschen näher anschauen zu können. Zu meiner Skillung, ich habe hier gerade so eine, in Anführungszeichen, Speed-Skillung, weil ich hier ja dieses Gebiet gesucht habe und dann dementsprechend ja, einfach Rift so lange gegangen bin, bis das jetzt gekommen ist. Das hat jetzt ehrlich gesagt auch eine Weile gedauert, also habe ich schon ein bisschen Zeit rein investiert, bis ich jetzt hier dieses Gebiet, also der Pfuhl, gefunden habe. Ach ja, komm, den Ring nehmen wir trotzdem mit. Zumal bei mir ist, also es ist ja immer so, dass man sich Chars kopieren kann. Und da ich auf dem Live-Server momentan nur 10 Rift-Keys habe, habe ich dann immer wieder einen Char kopiert und hatte dann wieder meine Rift-Keys. Was auch wieder immer ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat. Aber jetzt kann ich ihn ja euch zeigen, den Pfuhl. Und wie ich finde, ist es doch ein recht schönes Gebiet. Hat so eine gewisse Grundstimmung, also eine gewisse düstere Grundstimmung hier. Weil die Spinnen finde ich jetzt nicht ganz so passend. Ich finde es ein bisschen schade, dass es dann im Endeffekt hier keine Mobs gibt, die allein für dieses Gebiet ausgelegt sind. Aber da kann man nichts machen. Ist ja leider immer so, wenn man denn in den Rift geht. Wenn ihr das hier seht, es ist schon sehr, sehr, sehr verwinkelt. Da kommt vielleicht höchstens noch diese Spinnenhöhle ran. Aber sonst. Wenn man hier irgendwie so einen Speedrun macht, also 2 Minuten oder so, und das mit einer Gruppe bestreitet das Ganze, ich denke mal, dann ist das hier ein nettes Gebiet, um diese 2 Minuten Neverland-Portal zu machen, weil man hier einfach irre viele Wegmöglichkeiten hat. Wobei es natürlich auch sehr viele Sackgassen beinhaltet, das Ganze. Schauen wir mal, was da hinten noch ist. Weil mich irritiert das so ein bisschen, dass da immer wieder Röhren sind, eine Stiege, wieder Röhren. Ein bisschen erinnert mich das Ganze hier an die Kanalisation in Dalaran aus World of Warcraft. Da haben wir ja auch, ja, auch diese Abwasserröhren, die man entlanglaufen kann. Und dann noch Stege, wo dann NPC stehen. Das erinnert mich so ein bisschen an das Ganze. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Schauen wir mal. Gucken wir mal noch ans andere Ende. Vielleicht sehen wir da noch was Neues.
Wobei fürs schnell Durchlaufen ist es hier eher kontraproduktiv, wenn man wirklich alle 2 Meter irgendeinen Scheiß aufhauen muss. Nervt ein bisschen. Aber sonst ein schönes Gebiet. Ja, ursprünglich wollte ja Blizzard das Ganze schon mit der Erweiterung, also Reaper of Souls, einfügen, aber da haben sie es irgendwie nicht mehr untergebracht. Also zumindest habe ich das gelesen. Und hatten das Ganze dann zurückgehalten. Also was ich vorhin schon erwähnt hatte, die wollten es ja als Abwasserkanäle von Westmark hernehmen. Ich denke mal, so von der Architektur passt es auch. Aber das hat dann anscheinend nicht so funktioniert. Weil es, ja, weiß nicht, vielleicht wegen Zeitgründen nicht mehr ganz reingepasst hat. So, bevor ich jetzt hier nochmal alles ablaufe, ich denke mal, ihr habt jetzt hier so in Grundzügen gesehen, wie das Gebiet ausschaut. Das Tierdrift werde ich dann nachher nochmal abschließen. Aber ich hoffe, ich konnte euch hier so einen kleinen Einblick beziehungsweise Vorschau auf das Gebiet hier zeigen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, auch in Guideform beziehungsweise zu anderen Spielen, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.